Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Es ist ein neues Update rausgekommen, das 1.3er Update oder auch das große Sommer Update, das all möglichen neuen Kram dazu gepackt hat. Ich weiß tatsächlich fast gar nichts. Ich habe diesen Trailer gesehen von diesem Update, aber ich habe es zum Beispiel bei noch keinen anderen YouTuber gesehen. Von dem her bin ich sehr gespannt, was dieses Update alles für uns innehält. Wir schauen uns das jetzt zusammen an. Ja, ich weiß, das Update ist schon eine Woche alt, aber YOLO, Leute. Oh, und Melinda sagt tatsächlich auch was anderes. Nook Inc. hat nun seit einiger Zeit die Gewässer um unsere Insel erforscht und studiert. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass den Ergebnissen zufolge das Schwimmen im Meer sicher ist. Besser noch, das Wasser ist klar und sauber, daher eignet es sich perfekt zum Tauchen. Und Rudolf hat heute auch noch Geburtstag. Geil, ich weiß gar nicht, wer Rudolf ist, aber okay, Rudolf hat Geburtstag. Das freut mich. Ja, da haben wir schon die erste Neuigkeit von Melinda gesagt bekommen. Und zwar kann man jetzt tauchen. Da bin ich sehr gespannt. Das ging ja anscheinend auch mal in einem früheren Teil. Ich kann mich nicht richtig dran erinnern, aber irgendwie schon. Aber das ist irgendwie so ganz weit hinten. Ich weiß nicht, wann das irgendwann mal war. Auf jeden Fall kriegen wir noch ein Geschenk von Nintendo, weil wir das Update runtergeladen haben. Da, wenn das nichts ist. Was haben wir denn da? Es laggt gerade ein bisschen. Aber das ist normal, weil mein Haus irgendwie komisch hier oben ist. Eine Taucherbrille. Cool. Sieht denn witzig aus? Ja, geil. Ich habe eine Taucherbrille. Danke, Nintendo. Ich wollte schon immer eine Taucherbrille haben. Gut, dann holen wir uns natürlich als erstes unsere Tauchausrüstung und probieren mal das Tauchen aus. Die müsste ja jetzt eigentlich rechts in diesem Schrank mit drin sein, wenn mich nicht alles irrt. Sonst wüsste ich nicht, wo die das hinpacken sollten. Ein Surfbrett gibt's da links einfach. Stimmt, haben wir das schon mal gesehen? Der Nook-Laden wird ja auch irgendwie vergrößert durch das Sommer-Update. Oder ich glaube schon davor, oder? Egal, auf jeden Fall gibt's hier ein Surfbrett. Das finde ich doch schon mal schön. Ja, hätte ich gern. Gib mir das. Ist im Sommer das nicht sogar so, dass es jetzt auch Haie gibt? In der nördlichen Hemisphäre? Ist es dann wirklich sicher, wenn man, oh, 60.000, wenn man da einfach tauchen geht? Naja, also so ein LCD-Bildschirm, nicht auf jeden Fall wird. Bisschen sehr teuer, aber okay, danke. Und ich hätte jetzt gerne, was ist das? Ach, eine Eismaschine, lol. Und dann hätte ich gerne noch eine Tauchausrüstung. Die müsste doch hier drinne, nicht? Hä, wo kriege ich denn meine Tauchausrüstung denn her? Ah, ne, hier. Streifen-Taucheranzug. Ach, man braucht nur einen Taucheranzug, damit man tauchen kann. Achso, und die Taucherbrille haben wir dann von Nintendo einfach bekommen, ja? Okay, okay. Dann gibt's den doch bestimmt auch in verschiedenen Farben, oder? Also wird sich das lohnen, wenn man hier jeden... Na, ich will kein Partyknaller. Dann doch, gib mir Partyknaller. Ich meine, Rudolf hat Geburtstag. Wir brauchen auf jeden Fall Partyknaller. Okay. So, dann wird sich das eigentlich lohnen, wenn man hier auch jeden Tag rumguckt, wie in den Tauchanzug. Oder aber es gibt bei den Able Sisters verschiedene Sorten von den Tauchanzügen. Das ist ja auch fies von Nook, ne? Dann nimmt einfach die Arbeit von den Able Sisters weg. Die sind doch hier für Mode verantwortlich. Alter, ich glaube, der mag die nicht. Ich glaube, der will die loswerden. Aber das lasse ich nicht zu. Die kriegen jetzt auch Geld von mir. Und der Guido... Nee, das ist gar nicht Guido. Guido ist ausgezogen, by the way. Ich zeige euch gleich nochmal, wer stattdessen in meine City eingezogen ist. Beziehungsweise seit dem letzten Video sind sogar zwei Leute ausgezogen. Also einmal Guido, das war dieser weiße Strauß. Oh geil, es gibt sogar Sommerkleidung, wenn ich das hier richtig sehe. Also diese Hawaii-Hemden sind ja wohl auf jeden Fall sommermäßig. Ich nehme auf jeden Fall so ein Hawaii-Hemd, Leute, in Blau. Obwohl, Blau ist nicht hässlich genug, ne? Hawaii-Hemden muss man immer richtig, richtig hässlich kaufen. Erst dann entfalten sie ihre Wirkung. Ja, dazu noch so eine Muay Thai-Hose. Hm, finde ich ganz hübsch. Und Gladiator-Sandalen dazu müssen natürlich auch sein. Schön, dass die nicht zu unserem Hawaii-Hemd passen. So rot, ja. Oder schwarz. Schwarz ist okay. Nehmen wir das so mit. Jetzt sind wir ein richtig toller Tourist. So, haben die auch ein bisschen Geld von uns bekommen. Wir wollen ja nicht, dass sie hier von unserer City wegziehen müssen, weil sie kein Geld mehr haben. Ja genau, also Guido ist ausgezogen, der wohnt hier oben. Stattdessen ist jetzt der Lupo eingezogen, das ist ein Wolf. Den finde ich sehr, sehr cool. Den habe ich von, ich glaube, Trollonator aus meinem Discord bekommen. Bei dem ist er ausgezogen. Und ja, ihr seht schon, die Judy ist auch bei mir eingezogen. Beziehungsweise heißt sie im Deutschen anders, nämlich Mitsuzu oder so. Ja, Misuzu. Misuzu hat mich lange nicht mehr gesehen. Oh, tut mir leid, Misuzu. Ist auf jeden Fall super süß. Habe ich auf der 12. Insel gefunden. Fand ich am besten und musste ich dann einfach mitnehmen. Und für sie ist... Oh Gott, wie hieß denn der? Diese eine Maus ist für ihn weggezogen. Ich habe leider den da vergessen. Die Maus, von der ich sogar ein Poster bei mir drin habe, weil ich ihn so mochte. Aber ich habe leider den trotzdem vergessen. Ja, heißt, ich habe jetzt zwei Wölfe und so einen komischen Bären, der aber ganz süß ist. Und ja... beachtet bitte das ganze Unkraut nicht, weil ich war jetzt wirklich lange nicht mehr hier drin und wahrscheinlich ist meine ganze Insel vollgewuchert. Wir müssen eigentlich auch noch hier unsere Erinnerungsuhr ein bisschen auffrischen, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, wir sind hier noch beim... Oh Gott, ist das hier April? April? Mai? Juni? Und wir haben jetzt schon August, ne? Ne, wir haben Juli, okay. Ein Glück haben wir nur Juli. Also müssen wir hier mindestens noch zwei... Naja, ein bis zwei Teile hinpacken.
Muss ich mir nochmal überlegen, Leute. Aber wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Gibt es eigentlich auch neue Muscheln? Sanddollar, Sanddollar. Saure Schnecke, nö. Sieht eine Stachelschnecke? Hatte ich schon mal eine Stachelschnecke? Sah bisher, ja, hatte ich schon. Okay, tschüss Stachelschnecke. Dachte, es gibt auch neue Muscheln, aber scheinbar nicht. Das hätte doch gut gepasst, oder nicht, zu so einem Sommer-Update, neue Muscheln. Aber anscheinend sind das alles dieselben. Na gut, dann lass einfach mal tauchen gehen. Wir haben jetzt hier unseren schönen Taucheranzug. In gelb. Auch schön hässlich. Wie geht das jetzt? Ah, einfach A drücken. Wie cool ist das denn? Warte. Ich habe doch gesehen im Trailer, dass man so richtig cool auch ins Wasser reinspringen kann, oder? Wofür habe ich denn diesen Steg, wenn ich nicht ins Wasser reinspringe? Ja! Mann, er sollte aber einen coolen Körper machen. Egal, Arschbombe ist auch gut. Und jetzt können wir hier rumschwimmen. Sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Ah, doch. Ja, ich erinnere mich. So war das in den alten Animal Crossing-Teilen auch. Da hat es dann im Wasser halt geblubbert. Und da, wo es geblubbert hat, konnte man dann einmal tauchen. Hä? Okay, wie taucht man? Ah, mit Y. Und ich bin so langsam. Kann man nicht irgendwie schneller tauchen? Und da ist jetzt irgendwas. Nimm das mal mit. Ertrinke ich gerade. Hä, bin ich so blöd, das mitzunehmen? Wie genau funktioniert das? Ich fühle mich auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr langsam, was ich sage. Oh, habe ich es jetzt? I've got it! Eine... Oh, das ist doch eine Babylon-Seeschnecke. Okay. Na, baust du mir einen Turm? Haha, weil Turm von Babylon. That's funny. Ah, okay, wenn man A drückt, dann kann man auch schneller schwimmen. An sich sollte hier doch auch irgendwo so ein Otter sein, oder nicht? Den habe ich nämlich auch im Trailer gesehen gehabt. Aber vielleicht ist er gar nicht hier im Wasser, sondern auf der anderen Seite. Der kann ja überall sein. Stimmt, warte. Gibt's das jetzt auch extra in der Faunapedia? Dass da jetzt... Ah ja, guck. Wurde erweitert um Meeresgetier. Wie viele gibt's? 2, 4, 6, 8 mal 5, 40 Stück. Oh, nicht schlecht. 40 neue Sachen zum Finden? Da wird aber einiges zum Knabbern dann, ne? Sind natürlich jetzt nicht so viele wie Insekten und Fische, aber krass. Kann man die dann auch im Museum einfach spenden? Das wäre ja mega cool. Okay, warte, da müssen wir gleich nochmal ganz schnell ins Museum gehen. Aber erstmal, komm her, du Meeresgetier. Und Seestern, da wird Patrick Star gefangen. Ich sehe Sternchen, ha, witzig. Das ist ja wirklich witzig. Ja, cool, also das funktioniert schon mal. Jetzt möchte ich aber nochmal kurz den Otter finden. Genau, guck, da haben wir noch den Lupo. Der ist sehr gerne Eis, habe ich gemerkt. Also der ist wirklich permanent. Also ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, wie er kein Eis gegessen hat. Und der ist auch sehr, sehr cool. Der ist ein griesgrimmiger Typ, aber guckt euch doch einfach an, wie er aussieht. Er ist super süß. Ich mag ihn sehr gerne. Ich setze mich mal zu euch, aber ich habe gar kein Eis. Na gut, da gehe ich wieder. Tschüss, Leute. Tschüss. Wenn ihr mich immer ausschließt, weil ich kein Eis habe. Ja, was hier habe ich für dieses... Meine Villager singen noch was hingebaut. Kommt vielleicht irgendwann nochmal. Eigentlich habe ich schon aufgenommen, aber ich bin zu faul, das zu schneiden. Ihr kennt mich, Leute. Und jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal... Ganz kurz diesen Otter finden, der hier doch irgendwo sein soll. Okay, kein Otter, aber dafür Seegras oder was ist das? Griechensprossalge. Hab ich dich gekriegt? Haha. Meint ihr, das ist... Oh, ist er da hinten, der Otter? Sehe ich den da? Nee, war nur eine Palme. Mist. Meint ihr, diese Meerestiere sind dann über das Jahr verteilt auch anders? Und meint ihr, man kann nur im Sommer tauchen? Nee, das wäre doof, oder? Aber im Winter müsste das ja ganz schön kalt werden. Schön Eis tauchen hat bestimmt auch was. Lol, man kann einfach an seinem Flughafen vorbei schwimmen. Wie nass ist das denn? Aber ich glaube, den Otter finde ich nicht. Kann das sein, dass der Otter genauso wie die anderen NPCs immer nur ab und zu da ist? Und dass ich ihn deswegen nicht finden kann? Ich sehe hier auf jeden Fall gerade einen anderen Käfer. Habe ich dich schon? Ich habe keine Ahnung. Was bist du, ein Hirschkäfer oder so? Hatte ich noch nicht. Ja, tatsächlich ein Hirschkäfer. Mann, ich kenne mich aus mit Biologie. Wenn ein diese Zangen packen, ist man dem Untergang geweiht. Haha, geweiht, wisst ihr, wegen Weih. Und eine blaue Muschel. Eine Sommermuschel, es gibt doch andere Muscheln. Habe ich doch gesagt. Ich habe übrigens auch schon mal einen Hai gefangen hier. Nämlich den... Tada! Ist das ein Hai? Ich glaube, das... Schiffshalter? Ich glaube, das war ein Hai. Ich glaube, der hatte zumindest so eine Flosse, Genosse. Aber, ja, ich hätte jetzt trotzdem gern... Was ist das denn? So viele neue Sachen, Leute. Nein, nicht wegfliegen. Ich habe sowieso keinen Platz. Alter, so viel neuen Kram. Ich werde jetzt nochmal einmal ganz kurz um meine Insel rumschwimmen und gucken, ob hier irgendwo der Otter ist. Aber ich glaube fast, der kann einfach nicht immer da sein. Der wäre wahrscheinlich am Update-Tag da gewesen. Das macht ja Nintendo häufiger.
Aber da ich jetzt am Update-Tag nicht gespielt habe, kann ich, glaube ich, lange auf den warten. Ja gut, also ich bin jetzt quasi einmal um die Insel rumgeschwommen. Dieser Otter scheint hier leider nicht da zu sein. Dann ist das wahrscheinlich auch so ein random NPC. Finde ich ein bisschen schwierig. Vor allem, wie soll man den denn finden? Da musst du ja jeden Tag einfach 10 Minuten um deine Insel rumschwimmen, um zu gucken, ob er da ist oder wie. Oder Melinda sagt das an. Das kann natürlich auch sein. Na gut, aber das ist ja schon mal eine neue, schöne Neuerung. Neue, schöne Neuerung, ja. Und ich glaube, man kann auch noch neue Sachen für Noog-Meilen holen, ne? Okay, ja, es gibt den Noog-Ink-Schnorchel. Ich bilde mir ein, dass hier auch irgendwas Neues, so ein Korallenhemd könnte neu sein, also andere Hawaii-Hemdenfarben. Einen Noog-Ink-Taucheranzug gibt's hier auch. Der ist sogar ganz schön stylisch, aber ich finde meinen besser, Leute. Ich finde meinen einfach besser. Das war's, glaube ich. Sei denn, es gibt noch hier irgendwo anders was. Elbertikel? Nee. Tja, okay, nee, dann also nur Taucheranzüge neu. Immerhin. Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das Spiel ist ja gar nicht im April rausgekommen, sondern im März. Das heißt, mir fehlen nicht nur eineinhalb, also mir fehlen hier dieser ganze, der da und hier der halbe. Ich habe einen ganzen Monat nicht gespielt. Hier, das war diese Hochzeitssaison-Kram. Den ganzen Monat habe ich erfolgreich nicht gespielt. Ich habe das Hochzeitsevent einfach nicht mitbekommen. Mist, das hätte perfekt hier hingepasst. Ich musste dann hier richtig viele Sachen aussuchen. Ich glaube, dann muss ich hier mal einkaufen für die Hochzeitsteile. Die werden jetzt auch richtig teuer sein, weil es die halt nicht mehr gibt. Oh Gott, okay, ich muss Sternis sammeln. Egal, es hat ja auch noch der Rudolf Geburtstag, deswegen besuchen wir den natürlich. Und ich weiß jetzt auch, wie der Rudolf ist, nämlich das ist dieses eine Eichhörnchen, das ich sehr, sehr gerne mag. Eines von den wenigen, die auf meiner Insel da geblieben sind. Hallo Rudolf. Oh, hi Dizzy. Schön, dass du auf meine Geburtstagsfeier geschafft hast. Immer wieder gern. Schade, dass du diesen komischen Esel hier eingeladen hast, das eigentlich ein Pferd ist. Aber guck mal, ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich im Taucheranzug hier bin. Und ich habe natürlich ein Geschenk für dich dabei. Ich weiß ja, du magst Musik sehr gerne. Deswegen habe ich dir eine Marimba gegeben. Sicher, dass sie für mich ist? Was soll ich da sagen damit? Ist dir einer der Spitzenplätze sicher? Haha, ich danke dir. Da fällt das Älterwerden nicht ganz so schwer. Krass. Ach ja, wieder mal Geburtstagsfeier. Ist ja witzig, dass der genau heute Geburtstag hat. Wusste ich tatsächlich nicht. Ist einfach purer Zufall. Oder reiner Zufall, man weiß es nicht. Und deswegen Happy Birthday, Rudolf. Pow, ich hoffe, du freust dich. Und hallo, ich habe auch deinen Namen vergessen. Wie hieß du nochmal? Der Carsten. Oh, du willst mit mir reden? Ja, das verstehe ich. Aber heute hat Rudolf Geburtstag, also ist es sein Tag. Okay, dann Rudolf, Happy Birthday! Wow, sind die eigentlich immer gleich eingerichtet? Schon, oder? Eigentlich hat er so ein cooles Haus, aber zu seinem Geburtstag macht er es doof. Naja, ich mach's noch döver, indem ich hier ganz viel Konfetti hinpacke. So, viel Spaß beim Aufräumen, Rudolf. Bis dann. Du machst dich schon vom Acker? Naja, übel nehmen kann ich's dir nicht. Würde ich genauso machen. Ich glaube, ich war nicht lang genug da. Hätte ich was vom Kuchen abbekommen, dann okay. Oder hätten wir zusammen Musik gemacht, Rudolf. Aber du hast ja dein Haus einfach umdekoriert für deine Geburtstagsfeier. Wir hätten so schön Musik machen können. Dein Haus ist ohne Geburtstagsfeier einfach so hübsch. Und jetzt hat er sie hässlich gemacht. Ja gut, das war's dann aber anscheinend mit dem Update. Also es gibt ganz viele neue Meerestiere. Heinz macht den Naruto-Run hier einfach. Ach, ich habe hier eine goldene Rose, Leute. Die habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Weil ich ja 5 Sterne habe oder hatte. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch 4, weil hier überall Unkraut rumliegt. Ja, kann ich jetzt einfach damit schwarze Rosen wässern und dann werden das goldene Rosen, oder so. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine schwarze Rose war oder ob die schwarze Rose diese goldene Rose gemacht hat, in die ich sie gegossen habe. Das kann beides sein. Alter, was hast du denn für ein geiles Eis? Wo hast du das her, Katharina? Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich war ziemlich gut, Häschen. Ih, wo hast du das Häschen her? Oh nein, sie hat Häschen gelernt. Oh, das finde ich nicht gut. Ja, nimm irgendwas umsonst. Aber bitte nicht mit deinem Eis. Hallo? Nicht mit dem Eis an die DIYs, Katharina. Ich warne dich. Na gut, das soll es dann aber für heute erstmal gewesen sein. Sollte nur ein kleiner Einblick für mich sein. Was ist das für ein riesiger Flatter-Dings hier? Ist ja heftig. Will ich haben. Gib mir den. Was bist du? Als ob es wirklich so riesige Schmetterlinge gibt, ein Vogelfalter. Macht der Origami-Vögel? Hahaha. Ist ja erschreckend, dass die so riesig sind. Holy crap. Ja, mal gucken, wie das in Zukunft weitergeht. Ob ich... Huch! Alles klar, danke Heinz. What the fuck? Hier gibt es ganz viele neue Insekten und so. Eine Blattschrecke. Hab dich, da bist du Blatt, was? Hahaha.
Ach man, immer noch witzig. Ja, wie ich in Zukunft hier Animal Crossing weitermachen werde, mal gucken. Erstmal brauche ich neue Ideen, was ich hier überhaupt bauen will, etc. Eigentlich wollte ich hier vorher halt noch irgendwas bauen. Deswegen ist ja hier auch das eine Haus weggekommen. Hätte schon Bock, aber ja, mal gucken. Es dauert aber so lang, Leute. Immer so lang. Und ich muss ja auch dringend dieses ganze Unkraut wegnehmen. Ist ja schrecklich mit diesem ganzen Unkraut. Gut. Ah, oh, jetzt die Karte, Leute! Oh. Da kriege ich auf jeden Fall Japan-Flashbacks. Na gut, das wäre es dann aber wirklich mit dieser Folge heute gewesen. Kurze Folge, einfach nur ein kleiner Einblick für mich und für euch. Die meisten von euch kannten das wahrscheinlich schon, aber ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wie ging das mit den Emotionen? Hier. Tschüss.